Hallo und herzlich willkommen zu Meinespresso TV. Gestern hatte ich euch über die Sprache erzählt, beziehungsweise über die Frage, liebst du wirklich das, was du tust? Wir waren dorthin gekommen über die Arbeit, beziehungsweise über die Ansicht, 5 Tage in der Woche sind scheiße, weil da findet ja meine Arbeit statt. Und dann gibt es 2 Tage Wochenende, da ist alles gut und da muss ich meine ganze Entspannung, meine ganze Erholung reintun. Natürlich werden einige von euch sagen, naja, das sagt sich so leicht, wenn ich jetzt Häkeln toll finde, wie soll ich davon meine Familie ernähren? Das ist ganz richtig. Auf der anderen Seite gibt es genügend Geschichten, die zeigen, wie erfolgreich Menschen sind, die auf ihre innere Stimme gehört haben und gemacht haben. Ich zum Beispiel kenne jemanden, der sehr, sehr viel im Trainingsbereich gearbeitet hat und dann einfach angefangen hat zu malen. Und mittlerweile ist es so, dass diese Bilder, die er malt, er hat sich dann, also da sind bestimmte Sachen dann in seinem Leben passiert und er wurde durch das Malen immer glücklicher und zufriedener. Und das sind Dinge in seinem Leben passiert, die ihn sein Malen, also er kann diese Liebe zum Malen voll ausleben, hat hin und wieder noch das eine oder andere Training und ist dabei glücklich. Also da hat sich etwas relativiert, da hat sich etwas entfaltet. Genauso kenne ich einen Menschen, der aus Versehen mal in ein fremdes Land gereist ist und dort die Leidenschaft für Massage entdeckt hat und hat dort auch eine sehr intensive Ausbildung gemacht in einem Tempel in Thai-Massage und hat dann angefangen, diese Arbeit zu lieben und hat damit gearbeitet und ist damit sehr erfolgreich geworden, obwohl er vorher etwas völlig anderes gemacht hat und kein Gedanke davon zu spüren war, das kann mich einmal ernähren. Und so könnte ich noch stundenlang weiter erzählen, wenn mein Espresso TV denn nicht auf ein paar Minuten beschränkt wäre. Es gibt unzählige Beispiele in meinem engeren Umfeld und auch selbst meine eigene Lebensgeschichte mit einer Vita, die doch recht viele Brüche hat, ist es sehr erstaunlich, was da in dem Moment passiert ist, als ich die Liebe zu dem entdeckt habe, was ich tue, zu meiner Arbeit, wo ich gesagt habe, das empfinde ich gar nicht als Arbeit, sondern die Leute, das sage ich mir, wow, und dafür bekomme ich auch noch Geld, dass ich Spaß habe. Ja, so kann es auch sein und das sogar in Deutschland. Und es muss auch nicht so sein, davon rate ich natürlich dringend ab, zu sagen, okay, gut, der Tom Krause hat gesagt, ich soll morgen meine Arbeit kündigen und dann mache ich nur noch das, was ich liebe. Nein, nein, also das soll schon oder das ist vermutlich auch ein Prozess und es lohnt sich vielleicht für dich und ganz besonders vielleicht auch für dich, mal dahin zu gucken, okay, was liebe ich denn, was könnte etwas sein, was ich mit Hingabe tue und auch dann eventuell irgendwann mal davon leben kann. Kann manchmal sehr schnell gehen, das kann manchmal auch eine Zeit lang dauern, du hast nur dieses eine Leben. Du hast dieses eine Leben und wer will dann nachher rückblickend sagen, na, ich habe geackert und geackert und eigentlich hat mir die Arbeit keinen Spaß gemacht. Das wäre doch irgendwie ein doofes Leben, zumindest in meiner Welt. In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.